Wir alle nutzen an unserem Smartphone gerne irgendwelche Apps, surfen am liebsten auf nicen Websites oder nutzen am PC oder sonst wo Programme wie Spotify oder irgendwelche Spiele. Und da dahinter steht immer Code, also auch jemand, der das Ganze programmiert hat. Sowas selbst zu können, hört sich, finde ich, schon ziemlich cool an. Wie man das lernen kann, dazu löchere ich heute mal unseren Experten für alles, Marius. Also Marius, du bist ja neben deinem Expertenjob hier noch was anderes. Und zwar bist du, glaube ich, Programmierer oder wie heißt genau dein Job eigentlich? Genau, also offiziell ist die Bezeichnung Software Developer oder auf Deutsch Softwareentwickler. Deutsch. Und jetzt hau mal raus, was machst du da so und was kannst du so? Ja, ich kümmere mich unter anderem um die technische Betreuung der Handysektor-Webseite. Also wenn es da Upgrades braucht, Updates oder wenn ihr irgendwelche Änderungen haben wollt auf der Webseite, dann kümmere ich mich da im Normalfall drum. Sonst, abseits davon, mache ich hauptsächlich noch App-Entwicklung, Spiele-App-Entwicklung mit Unity. Das klingt schon mal ziemlich spannend, aber sag mal, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, auch das zu machen, was du machst, dann fange ich wahrscheinlich nicht direkt mit einer Spiele-App-Entwicklung an, oder? Wie kann man denn anfangen? Genau, also da gibt es online ganz viel kostenloses Material zum Lernen und Anleitungen, Tutorials. Was ich da empfehlen kann, ist, wenn man gar keine Ahnung hat, Scratch. Das ist entwickelt von Mitarbeitern des MIT, schon vor ein paar Jahren. Da geht es hauptsächlich darum, dass man sich den Code aus einzelnen Bausteinen zusammensetzt, nicht selber direkt programmiert. Damit fange also ich an. Genau, und wenn du dann ein bisschen eingearbeitet bist und dann mal Bock hast, richtig zu programmieren, dann kannst du aufs YouTube gehen, da gibt es viele Anleitungen, oder auf Seiten wie Codecademy, da gibt es dann zu jeder Programmiersprache einzelne Anleitungen. Okay, sorry, jetzt hast du gerade Programmiersprachen gesagt. Also ich kann jetzt halt Englisch, Französisch, halt so ein paar Fremdsprachen, aber das scheint mir da nicht zu reichen. Nee, genau. Es kommt immer darauf an, es gibt eine Menge Programmiersprachen und es kommt immer darauf an, was du damit umsetzen willst. Was Cooles halt. Ah, ja, was Cooles, genau, ja. Je nachdem, was du damit umsetzen willst, musst du halt schauen, dass du die passende Programmiersprache dafür findest. Das wird dir alles auch online erklärt, je nachdem, was du halt damit machen willst. Die wichtigsten, die man auf jeden Fall schon mal gehört haben sollte, sind C++, C#, Java, JavaScript, HTML, CSS und PHP. Sind jetzt nicht alles de facto Programmiersprachen. Ich fasse es aber mal der Einfachheit halber unter dem Begriff zusammen. Habe ich jetzt also alle mal gehört. Schritt 1 habe ich geschafft. Im Schritt 2 würde ich dann wahrscheinlich ein oder zwei davon lernen. Und jetzt möchte ich das vielleicht zu meinem Job machen. Wie geht's weiter für mich? Genau, du kannst dir entweder eine Ausbildung suchen, also als Fachinformatiker, Webentwickler, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder du machst das Gleiche an der Uni. Da kannst du entweder auch auf allgemeine Informatik gehen oder schon spezialisiert auf Sachen wie Bioinformatik oder Medieninformatik. Was cool. Ich gemacht habe. Du hast Medieninformatik gemacht. Klingt schon mal gut. Marius, du kennst ja jetzt wahrscheinlich einige Leute, die in dem Job, in dem Bereich arbeiten und hast auch einen Überblick in deinem Studium bekommen. Wie ist denn da so der Frauen-Männer-Anteil? Ja, also im Studium bei uns in der Medieninformatik waren schon einige Frauen mit dabei, aber so im allgemeinen Informatik sind es schon eher mehr Männer. Und da wird es jetzt spannend, denn ja, die Informatik, Programmieren, Softwareentwicklung, da sind einfach deutlich mehr Männer als Frauen, sodass sogar viele Mädels und Frauen sagen, boah, das kann eigentlich nichts für mich sein, das traue ich mir selbst gar nicht zu. Jetzt wird es spannend, Programmieren war früher ein absoluter Frauenjob. Also das heißt, die ersten Programmiererinnen waren wirklich alles Frauen. Denn Eigenschaften wie Geduld und ein Blick fürs Detail, das waren Eigenschaften, die man einfach Frauen zugeschrieben hat. Und erst mit der Zeit sind immer mehr Männer ins Programmieren dazugekommen. Es gibt also gar keinen Grund, sich zu sagen, ich bin irgendwie kein Typ, ich kann das nicht. Nee, früher haben das nur Frauen gemacht, du kannst es also auch. Und wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, dann gibt es ja so zwei Entwicklungen, die man beobachten kann. Einerseits werden immer mehr Jobs auch von Maschinen oder Computern übernommen. Und na, die Inflation, alles wird irgendwie teurer. Wie ist es denn in einem Job wie deinem jetzt? Wirst du vielleicht bald von einem Computer ersetzt, vielleicht einen, den du selbst programmiert hast? Oder nagst du bald am Hungertuch, weil es nicht genug Cash gibt? Also ich würde mal behaupten, dass der Job schon relativ zukunftssicher ist. Gerade in der heutigen Zeit wird alles digitaler und irgendjemand muss das ganze Zeug ja auch umsetzen. Klar, simple Aufgaben werden sicher irgendwann von Machine Learning oder von künstlicher Intelligenz automatisiert. Aber das Feld des Programmierens ist so groß, dass es da sicher genug zu tun gibt auf lange Sicht. Und mit der Bezahlung, ich kann gut davon leben und gerade in großen Firmen ist da auch die Bezahlung ganz ordentlich, dass man mit der Inflation auch klarkommen sollte. Okay, das klingt jetzt erstmal nach einem sicheren Job, bei dem man gut verdienen kann und der auch noch richtig Spaß machen kann, weil ganz ehrlich, so eine eigene App programmieren, ich hätte schon mal Bock. Aber bevor ihr jetzt alle anfangt zu programmieren, noch schnell den Kanal abonnieren.